In Venedig werden zur Stunde die Preise der internationalen Filmfestspiele verliehen. Um den Goldenen Löwen für den besten Film konkurrierten insgesamt 21 Filme. Noch steht der Gewinner aber nicht fest. Begleitet wurde der letzte Tag des Festivals von Umweltprotesten. Mehrere hundert Klimaaktivisten hatten am Morgen den roten Teppich vor dem Filmpalast besetzt. Für diesen Fan ist klar, wer den Goldenen Löwen gewinnen soll. Joker ist ihr Favorit und die Tatsache, dass sich Hauptdarsteller Joaquin Phoenix und Regisseur Todd Phillips beide auf dem roten Teppich zeigen, lässt Fans hoffen. Luca Marinelli, beseelt und geduldig, Selfie und Autogramm bereit. Er ist der Hauptdarsteller der BR-Co-Produktion Martin Eden und wird seit Tagen schon als bester Hauptdarsteller gehandelt. Vor gut einer Stunde begann die Preisverleihung. Die Schirmherrin Mastronardi dankt allen Künstlern für ihre tollen Filme. In Wahrheit sind wir die wirklichen Gewinner, das Publikum. Denn am Ende eines jeden Films haben wir eine wirklich tiefgehende und unendliche Reise zurückgelegt. Hier, in unseren Herzen. Der Morgen begann mit Überraschungsgästen. Hunderte Aktivisten versammelten sich auf dem roten Teppich, um für eine bessere Klimapolitik und gegen Kreuzfahrtschiffe zu demonstrieren. Klimakrise ist bittere Realität und es muss jetzt gehandelt werden. Am letzten Tag der Biennale prominenter Besuch auf dem Lido. Mick Jagger und Donald Sutherland präsentieren ihren Film The Burnt Orange Heresy. Für den Klimaprotest findet Jagger lobende Worte. Ich bin froh, dass Leute dieses Thema so wichtig nehmen, dass sie überall demonstrieren, ob auf dem roten Teppich oder sonst wo. Ich stehe total dahinter. 10 Tage, viele Filme und nur einige Gewinner. Am Abend gehen die 76. Filmfestspiele von Venedig zu Ende.